Hallihallo Freunde, der NRW über 18 hier. Ich begrüße euch zu meinem nächsten Let's Play. Wir spielen Traumschiff Surprise. Ich bin sehr happy, dass ich auf dieses Spiel aufmerksam geworden bin. Ich habe mir jetzt vor kurzem nochmal Bully angeguckt und auch den Film. Ja, und irgendwie ist mir dann aufgefallen, dass das Spiel zu dem Film ein Click-and-Point-Adventure ist. Und ja, ich war hellauf begeistert und wer könnte besser für Click-and-Point-Adventures geeignet sein als... Boah! Ich habe mal bei YouTube geguckt, es gibt einen einzigen Let's Player, der das Spiel mal versucht hat anzufangen, ein Video hochgeladen hat, dann war es das. Ich werde der erste Let's Player also sein, der dieses Spiel komplett durchspielt und dann auch komplett hochlädt. Ich habe es mir vorweg schon mal angeguckt, es ist sehr lustig, sehr lustig. Und ich glaube, wir werden hier unseren großen Spaß haben. Vorweg muss ich aber hier noch eine Einstellung machen. Und zwar, ich mache normalerweise, ich spiele hier übrigens auf Mittel, genau, Sprechblasen. Also ich arbeite normalerweise immer ohne Texte. Allerdings werde ich das bei diesem Spiel anders machen, weil die sprechen so komisch. Und ja, Geübte können es, glaube ich, schlecht verstehen. Deswegen hier also mit Sprechblasen. Wir schauen uns jetzt das Intro an und nach dem Intro geht das Spiel los. Also, auf geht's! Ach so, ja, übrigens, es ist Blinds. Computerlogbuch Nummer 1 von unserem Traumschiff Surprise, Captain Kork. Schrotti, Spooky und ich bereiten uns auf die Walzer Miss Waikiki vor. Heute wird die Choreografie einstudiert. Schrotti, Spooky, denkt dran, dass wir gleich die Generalprobe für die Miss Waikiki-Wahl haben. Für unsere Choreografie solltet ihr euch umgehend auf die Brücke begeben. Und vergesst die Kostüme nicht. Okay. Dann muss ich erst einmal mein Kostüm aus meiner Kabine holen. Ah, oh, ja mei, da sind wir im Spiel. Wir sind Bully, nämlich Mr. Spook. Ich finde das Spiel so geil. Echt, es ist wirklich per Zufall, dass ich auf das Spiel aufmerksam geworden bin. Und ich finde das so herrlich. Ich finde das so herrlich. Oh, herrlich. So viele bunte Lichter. So viele bunte Lichter. Hi. Ich habe keine Keycard. Der ist verschlossen. Typisch. Ich will ja eh nicht rein. Ja, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Einmal mit der linken, einmal mit der rechten Maustaste. Links ist eine Aktion, rechts ist dann, sagt er, was das ist. Da geht's zum Kommunikationsraum. Da steht unser Fax und die Anrufbeantworterin. So technisches Zeug halt. Ja. Ja, das hat man schon hier. So viele bunte Lichter. Ja, so viele. Dem Captain sein letztes Tortenstück. Das stibitze ich ihm. Hey. Nein, ich mag nicht. Okay, Menüplan. Italienische Woche. Lecker. Warum sollte ich das tun? Na, okay. Ich weiß jetzt... Was? Das ist auch gut jetzt der hier. Der ist ja leer. Das ist der erste Hilfekasten für abgebrochene Fingernägel oder Rotweinflecken. So viele bunte Lichter. Ah, schon wieder so viele. Captain, was? Das ist der Glücksbringer vom Captain. Mei, der ist ja so abergläubisch. Gehst du weg von meinem Glücksbringer? Alarmklingel. Guckt euch an, wie der geht. Ich trau mich nicht. Der Alarmknopf, mei, ich würde ihn ja so gerne mal drücken. Ich trau mich nicht. 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 Ah, das Spiel ist so herrlich. Hallo Spooky, was gibt's denn? Wegen der Tanzprobe. Wegen der Tanzprobe. Na, dann hol dir dein Kostüm. Ja. Das war's. Ich geh mal wieder. Okay, bis dann.
Okay. Dann geh mal halt. Okay. Zugesperrt, dass ja keiner an seine Naschsachen geht. Und die Naschsachen hat er in seiner Unterwäsche versteckt. Hab ich gehört. Nein, ich will das Plakat nicht. Da ist so ein Schönling drauf, da würde ich ja bloß neidisch oder deprimiert. Na danke. Oh, Hawaii. Endlich nach Hawaii und entspannen und bunte Cocktails mit kleinen Schirmchen schlürfen. Hi. Das würde ich auch gern machen. Ich kann ihn nicht nehmen. Zuerst muss ich das Bodengitter öffnen. Ein Bodengitter? Wie interessant. Moment, da unten ist ja was. Ein Bodengitter. So. Und jetzt noch das. Oh, naja. Kein Freispiel. Na, scheiße. So. Ah. Und jetzt ein Computerdingsbums. Ich glaube, ja, das steht nur zur Verschönerung hier rum. Toll. Das Wellenbad ist endlich repariert. Neueröffnung ist nächste Woche. Okay, meine Kabine zum Südkorridor. Okay. Also wir sind hier an Bord der Surprise, also das Raumschiff, auf dem die drei Helden sich hier befinden. Und ja, es steht halt die Miss Waikiki Wahl an. Ihr kennt das noch aus Star Trek Rang 2. Weil wir so schön sind, so schlau sind, so schlank und rank und so weiter. Das Röckchen gehört zu meinem Kostüm. Die Form schmeichelt mir und es bringt meine Figur zur Geltung. Oh nein, ich habe keine Strumpfhose. Mal so ein schöner Popo. Na, brauche ich nicht. Ne, Biliergerät. Das ist nicht richtig. Mein Spiegelschränkchen. Ich kenne mich nicht aus. Das geht wirklich nicht. Ja mei, was machst denn da? Ja, warum sollte ich das tun? Chuck die Pflanze. Sie ist kaputt. Okay, hat sie trotzdem genommen? Na, die habe ich schon alle gelesen. Ja, meinte... Vulkanettenspiegel. Ich kann mich jetzt... Was? Vulkanettenspiegel, der internationale Raumfahrer, Beauty-Tipps im Weltraum, Liebe leicht gemacht, habe ich alles schon gelesen. Gelangweilt. Ich kann mich jetzt nicht entspannen. Das geht nicht. Mein Sofa mit Tischchen. Nach der anstrengenden Arbeit des Tages könnte ich hier ausspannen und im Kamin dem Züngeln der Flammen zuschauen. Aber der Captain sagt ja immer zu gefährlich. Wo kriegst du das Holz her? Ich brauche jetzt noch keinen Schönheitsschlaf. Da ist nichts Wichtiges drinnen. In diesem Kasten ist meine Kleidung. Festlich, sportlich oder konservativ. Hier ist alles, was ich brauche. Wobei ich immer noch gern shoppen gehe. Man kann ja nie genug im Schrank haben, gell? Ja, das stimmt. Ja, dann gehen wir mal raus und in den Südkorridor. Ah, da stehen Sachen, du liebe Zeit. Na, Mädels, wie steht's? Gut. Ja, gut. Gut? Ah, so ein schöner Tag. Wisst ihr, wo ich Orangen herbekomme? Der Pulle hat welche, aber er gibt sie nicht her. Okay. Wisst ihr, wo ich eine Strumpfhose herbekomme? Ja, nämlich... Sei still. Aber du hast doch... Sei jetzt still. Hey, sind die denn alle so fesch hier? Also wie jetzt? Ich hab sie zerrissen. Na toll. Wegen seinem Problem. Du hast auch deine Problemzonen. Meine Problemzone sind halt die Beine. Warum denn das? Ich möchte nicht darüber sprechen. Sind deine Beine zu behaart? Ich werde jetzt gar nichts mehr sagen. Warum kaut er so viel Bubblegum? Gar nicht wahr. Krieg ich einen? Nur wenn du mir bei meinem Problem hilfst. Ah. Hat jemand einen Bubblegum übrig? Nein. Naja, doch, aber... Aber was? Ich habe ein Problem mit meiner Strumpfhose. Das sowas aber auch. Ich habe sie... Das hatten wir schon. Wegen seinem Problem. Du hast auch deine Probleme. Warum denn? Ich möchte nicht ab... Sind deine... Ich werde... Warum kaut er so viel... Gar nicht... Krieg ich ja... Nur... Habt ihr vielleicht was zum Reparieren? Habt ihr vielleicht was zum Reparieren von meinem Frühstückkranz? Nein. Nein. Er ist so ein... Er redet ja immer dem anderen nach. Wie? Wie? Nix. Bis später. Ja, bis später. Ja, bis später. Na. Nein, ich will das Plakat nicht. Da ist so schön drauf. Ich bin bloß neidisch oder deprimiert. Na danke. Der Putzplan. Ich glaube, ich tausche mal meinen Platz mit dem vom Käpt'n. Wenn er zu geizig für eine Putzfrau ist, dann soll er halt selber putzen.
Oh, schon wieder eine Computerkonsole. So. Ah, kein Preis. Ein Computerdingsbums. Ich glaube, das steht nur zur Verschönerung. Zum Ostkorridor. Ach, du liebes bisschen. Bora Boras Kabine. Hallo, Fräulein Bora Bora? Geh weg. Ich will niemanden sehen. Warum willst du niemanden sehen? Ich habe eine Bubblegum-Bestellung aufgegeben und die ist nicht abgeschickt worden. Und darum kommst du nicht aus deiner Kabine. Genau. Ich warte, bis mir jemand einen Bubblegum bringt. Wartest du schon lange? Ja, aber ich werde immer ignoriert. Mhm. Ha, siehst du? Hast du eine Strumpfhose für mich? Nein. Außer? Außer was? Wenn ich einen Bubblegum bekomme, gebe ich dir eine Strumpfhose. Und wenn ich dir ein Stück Käsesahne gebe? Nein, davon wird man fett. Also so ein Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Käsesahne gut für die Figur ist. Wie dem auch sei. Bubblegum gegen Strumpfhose. Punkt. Ich hab so einen Schmarrn. Mein Fruchtkranz ist kaputt. Das ist Pech. Ja, kannst du mir helfen? Nein. Ja, also bis später. Ja, man sieht sich. Ja, so ein Schmarrn. Na, von da sind wir gekommen. Da ist der Pulle. Servus, Spooky. Ah. Servus, Pulle. Du, ich hab ein paar Fragen. Ja, was hast denn? Ja, mei. Servus. Hast du vielleicht eine Strumpfhose? Nein, nur Stützstrümpfe gegen Krampfadern. Frechheit. Könnte ich mir die Orangen nehmen? Ja, die brauche ich, falls an Bord Skorbut ausbricht. Das ist aber nicht sehr wahrscheinlich, oder? Ein guter Arzt, mein lieber Spooky, ist immer vorbereitet. Für so einen Blödsinn kriegst du keine. Na, geh. Was ist denn mit der Bora Bora los? Spooky, der weibliche Körper. Ja, schon gut, ich will's gar nicht so genau wissen. Ja, die hat halt Gemütsschwankungen. Moodswings, weißt schon? Ja, mei, die hat ihren Tag. Apropos Schwanken, deine Hängelampe schwingt. Das ist ja so bei Hängelampen. Erinnert mich irgendwie an ein Segelschiff. Nicht, dass ich schon mal auf einem Segelschiff gewesen bin. Da werde ich wahnsinnig leicht seekrank, weißt. Dieser Wellengang, das ewige Schaukeln, das ist nichts für mich. Da hast du übrigens eine Tablette gegen Seekrankheit. Ist meine letzte. Die ist zwar schon über das Ablaufdatum drüber, aber wurscht. Ja, mei. Danke. Ah. Na gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay. Na, das interessiert mich nicht so. Finger weg. Na. Jawohl. Finger weg. Jawohl. Finger weg. Mann. Oh. Okay. Ich leg mich doch nicht in ein fremdes Bett. Hier geht's doch nicht raus. Ich komm nicht hin, die Lampe hängt zu hoch. Nein, nein, nein. Finger weg. Orangen, die kann ich sicher brauchen. Das geht wirklich nicht. Wir müssen irgendwie... Das ist nicht richtig. ...an die Orangen kommen. Aber wie geht das? Moment mal, hier geht's noch weiter. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Okay, wo bin ich jetzt? Ja, da ist schon wieder so ein Plakat. Erstens ist kein Becher da und zweitens mag ich nicht. Oh, Fitnessraum. Ach, du liebe Zeit. Na, ich rühre das hässliche Ding nicht an. Na, das ist mir aber jetzt zu anstrengend. Ich brauche Musik für die Anlage. Na, dann lege ich ja mal den Chip ein. Jetzt geht die Anlage, allerdings nur im Übungsraum. Hey! Das geht, da kommt Musik raus. Freistil schweben? Oder wie war das? Münzanwurf? Okay. Massagesessel. Ich hab keine Münzen. Ja, mei. Das ist mir zu anstrengend. Ja. Okay. Eine Dartscheibe. Hui, da ist ja das Gesicht vom Captain drauf. Mal, wenn der das sieht. Ah, was für fesche Bursch. So, sind wir mal im Südkorridor. Was haben wir hier? Computer. So. Nee, auch hier wieder nicht. Das. Ach ja, hier ist die... Oh, naja, kein Freispiel. Maschinenraum. Ah, naja, guck mal da. Die Jutta, die Leselampe. Oder Nikita? Machst du die Finger weg? Schrottis Leselampe, Jutta. Ja. Der ist wahnsinnig stolz drauf. Ich mag nicht. Nein, nein, mein Motto ist, geh niemals jemandem an die Wäsche. Oh, das ist alles in unverständlichem Fachchinesisch. Nein, nein, mein Motto ist, geh niemals... Okay, ja, ja, ja. Ich mag nicht.
Scheiße. Sag mal hier, Maschine. Na, da greife ich nicht hin, da werde ich ja nur schmutzig oder reiß einen Nagel ein. Eieieiei. Oh, was haben wir da? Maschinen über was? Maschinen... Was? Maschinenheberstange. Das ist noch eine. Auf diesem Gerät bin ich nicht eingeschult. Verschlossen. So, Schmarren. Okay, was haben wir da?